Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ja, wie ihr in der Silvesterfolge wahrscheinlich schon mitbekommen habt, geht's jetzt hier bei uns für Civcraft in die neue Runde. Und da möchte ich euch schon mal ein bisschen was zeigen. Was heißt zeigen? Ja, doch, man kann. Durchaus, ihr habt ein anderes Texture-Pack mittlerweile gewählt, was ein bisschen schöner ist, wie ich finde. So, was jault der hier eigentlich rum? Naja, ja. Der hat keine Ahnung, das passt schon alles so. Das Engine Minecraft Plugin ist da nicht ganz so auf dem aktuellen Stand, glaube ich. Wir können ja auch mal eben was schreiben. Also das funktioniert. Ist eine andere Farbe und das passt soweit alles, so von der Optik. Da muss ich vielleicht selber noch mal ein bisschen schrauben, aber deswegen ist es ja unser Testserver. Für Civcraft, wie man sehen kann, heißen die Monster hier irgendwie so ganz merkwürdig, ne? Kann man ja mal eben ganz kurz. Als Admin kann man sowas sehen, das ist ein Elite-Jobo. Eigentlich nichts anderes wie ein Zombie, nur ein bisschen stärker, was das angeht. Und ja, grundsätzlich ist das hier so die Spawnzone, in der man landet. So beim ersten Mal. Und ja. Hier geht's Freitag los. Jetzt Freitag, also am, lass mich überlegen, heute ist der 6., der Donnerstag ist der 7., am Freitag geht's hier los, ab 20 Uhr etwa, und drauf loscraften, in gewohnter Civcraft-Manier. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr unter www.civcraft.de, steht auch gleich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da guckt. Dann ist ganz wichtig, dass ihr die Client-Version 1.7.10 benutzen müsst. Aktuellere Clients gehen leider nicht. Das Ganze ist nicht abwärtskompatibel. Ja, und es geht grundsätzlich um... So, das ist ja nicht mehr so schön aufgebaut mit dem Buch. Da war was, aber gefixt, dass man hier alle Sachen lesen kann. Ich kann auch an meinem großen Monitor legen, an der Auflösung, wie ich mir das eingestellt habe. Aber what is Civcraft? So, da geht es eigentlich nur um das, was jetzt so wichtig ist. Da können wir auch nochmal more Info, da geht es bestimmt jetzt gleich ins Internet, das macht er mir irgendwo auf. Das wollen wir aber nicht. So, hier kann man die Rezepte nochmal nachgucken. Für uns wichtig ist erstmal am Anfang diese Seite, die Spezialrezepte, und zwar hier das Camp. Aber da werdet ihr die nächsten Tage dann noch wieder Videos zu finden, wie man was tut, macht und vor allem, warum man es so macht und wofür das, wie gesagt, halt gut ist. Die Videos bekommt ihr die nächsten Tage in Neuauflage quasi. Ich habe ja schon zwei Civcraft-Playlisten auf dem YouTube-Channel und die sind vielleicht, die eine ist vielleicht besser wie die andere und bauen nicht ganz aufeinander auf und kreuzen sich auch so, was die Inhalte angeht, mehr oder auch weniger oder gar nicht. Deshalb gibt's das alles nochmal komplettokowski neu. Denn neues Jahr, neues Glück. Wir machen uns das schick, denn auf diesem Server soll letztendlich, und deswegen sind hier auch ein paar schlaue Plugins draufgekommen, soll es ein bisschen RPG geben. MCMMO. Na, da gibt's ganz, ganz viele tolle Sachen zu. Type. Skillname, to see detail skill info. Ja, da müsste ich jetzt mal gucken, welche Liste wir so haben. Was denn da so alles drin ist. Gibt's hier eigentlich noch mehr? Nö, nicht. Von 2011, Mensch. Slash Mining können wir ja mal gucken. So. Das Übliche halt, ne? Was man so kennt. Da wollen wir versuchen, das alles ein bisschen speziell zu verteilen, dass also bestimmte Spielergruppen
ja, bestimmte Spielergruppen von Anfang an schon spezielle Booster hat. Booster, kann man das so nennen? Ja, kann man so nennen. Bonis. Das wollen wir gucken, dass wir das von Anfang an, diese Effekte, dass einige Spielergruppen, die von Anfang an haben, gegen dem RPG sind. Dazu aber auch die nächsten Tage etwas mehr, sobald das Spiel begonnen hat. Dann kann man das immer vernünftig erklären. Denn unser RPG hier in der Testphase zielt auch darauf ab, ein wenig. Ja, so unsere Geschichte zu schreiben. Denn wir möchten ganz gerne später in der finalen Version eine bereits erspielte Servergeschichte besitzen. Das heißt, ihr kommt jetzt, wie gesagt, hier in der ersten Testphase dazu, in der Alpha. Und das ist quasi der Startpunkt unserer Geschichte. Wir gehen gemeinsam als Gruppe Freitag und Samstag jetzt los, um unser Dorf zu gründen und unsere Stadt aufzubauen. Und dann kristallisiert sich heraus, wer welcher Volksgruppe angehören möchte später. Also wer bei den Zwergen spielen möchte und wer weiterhin bei den Menschen bleibt. Vielleicht werden es auch zwei menschliche Völker, die aufgrund von Religion, sag ich jetzt mal, etwas krass dargestellt, ja, Meinungsverschiedenheiten halt in der Beta auseinandergehen. Aus welchen Gründen, wie gesagt, auch immer. Das wird sich zeigen, das ist dann die Beta-Spielphase. Und dann sind wir in der finalen Runde quasi angekommen, die auch nie enden wird. Ja, doch, ist richtig ausgedrückt. Diese Runde wird nie enden. Die dritte quasi, die wir dann anfangen zu spielen, wird nie enden. Aber die Vorgeschichte ist da halt sehr entscheidend und die wird niedergeschrieben, dokumentiert. Und da werden garantiert auch die ein oder andere Questreihe draus entstehen, weil irgendwo dann noch eine Ruine in der Weltgeschichte steht und da kann man tolle Aufgaben bewältigen und erledigen. Deswegen, wie gesagt, gibt es da dann ein bisschen was wir so zu tun haben. Dafür die Alpha-Spiel- und Testphase und quasi auch alles weitere. Und wie man hier wunderbar sehen kann, hat sich auch ein bisschen was an der Homepage getan. Mittlerweile läuft hier oben der Banner, der funktioniert. Der zeigt uns an, wer gerade alles online ist, also wie viele Spieler und tada, sogar wer. Server-IP-Adresse ist auf dem aktuellen Stand. Die ist auf jeden Fall genau unter diesen Parametern ab Freitagabend erreichbar. Jetzt aktuell auch, aber die Whitelist ist halt noch an. Das heißt, es kommt nicht jeder direkt drauf. Die TeamSpeak-ID ist auch so vollkommen richtig. Also wer da kommt auf die TeamSpeak 3, dem können wir direkt helfen und dem wird auch geholfen werden. Was sich noch ein bisschen ändern wird, ist unter Garantie hier das Forum, die Aufteilung. Da werden wir bestimmt noch ein paar Sachen dran ändern. Was ich mittlerweile angepasst habe, hier ist auch unser Shop. Ihr könnt ein bisschen was spenden und ja, gibt ein bisschen was dazu, ne? Euer Username kann in einer Farbe eurer Wahl dargestellt werden. Ihr dürft 24 Stunden früher in die Beta-Phase einsteigen und wenn es soweit kommt, dass ihr auch komplett dabei bleibt, definitiv auch auf die finale Runde einen Tag früher. Und damit ihr uns nicht verhungert, gibt es auch noch 30 Ingame-Äpfel. Ne? Wer einen Zehner übrig hat, überhaupt kein Problem, ne? Hält sich wie auch zu der kleinen Spende ziemlich gleich. Ihr bekommt immer noch euren Spielernamen in einer Farbe eurer Wahl, 24 Stunden früheren Zugriff oder ja, vorgezogenen Zugriff, kann man auch sagen, auf die Beta-Version, wenn wir dann da dort ankommen und gegen den Hunger 30 Ingame-Stakes. Und wer es definitiv über hat, ne, der kann auch 30 € hier lassen, kriegt den User-Tag.
Nametag in Farbe seiner Wahl. Darf 48 Stunden, also 2 Tage früher, in beiden Spielphasen rumlaufen und bekommt jeweils 30 Äpfel und Rindersteaks in-game zum Vernaschen. Und wem das noch nicht reicht, um Geld bei uns zu lassen, überhaupt gar kein Problem. Ne? Hier könnt ihr auch diese hier oben diese Punkte kaufen. 5 Euro für 5.000, 10 Euro für 12.000 und 20 Euro für 30.000. Token, Points, whatever. Kann man nennen, wie man möchte. Vielleicht sagt man da auch Gulden zu, weil wir die in Ingame-Währung umtransferieren können. Das müssen wir mal gucken. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das so machen wollen. Finde ich persönlich nicht so gut. Aber die Möglichkeit, dass ihr euch Token kauft, um davon seltene Ressourcen zu kaufen, die ihr fürs Bauen benutzen könnt. Da auch das bei uns mehr oder weniger dazugehört, dass man seine Städte schön bauen kann für die seltenen Steinsorten, wie zum Beispiel ne, bemooster Cobblestone oder bemooste Steinziegel. Gibt es dann halt auch Kategorien, da gibt man dann 500 Punkte für ab. Also, ne, wenn wir hier jetzt mal gucken, ne, wir haben 5 Euro für 5.000 Punkte, dann sind quasi ein Stack Steine 50 Cent. So, um da mal einen Gegenwert für zu haben. Falls die halt so selten in der Weltkarte gibt, kann man sich selber ja auch noch gar nicht unter 1.7 zusammencraften. Und es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Steine, die man halt, ne, wie aus der Hölle zum Beispiel, die ganzen Sachen, kommt man aufgrund von Sifkraft-Grundstrukturen halt nicht ohne weiteres ran. Gut, wenn man jetzt einen Cobblestone-Generator bauen will, stellt man fest, dass man die Netherstein dabei abbaut, weil das der ist, der dabei rauskommt. Ist eine schöne Geschichte, deswegen erzähle ich euch das hier, dann müsst ihr das Geld nicht dafür ausgeben. Wir werden es trotzdem anbieten. Davon mal ab, ihr könnt eure Forenpunkte dafür einsetzen. Ihr bekommt aber auch durch andere Sachen im Forum Punkte. Da werde ich noch ein paar Sachen zusammenbauen, dass jeder, der 10 Beiträge geschrieben hat, hier in unserem Spielforum, ne? Jeder, der da mindestens 10 Beiträge geschrieben hat, kriegt ein paar Punkte obendrauf. Jeder Geburtstag bringt Punkte, aber auch nur einmal im Jahr. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Geburtsdatum festlegt und das wäre rein zufällig in 2 Wochen, ihr kassiert die Punkte ab und ändert euer Geburtsdatum, bekommt ihr kein zweites Mal die Punkte. Im selben Kalenderjahr. Das funktioniert nicht. Nur mal so zur Info für die, die da auch gerne was ausnutzen wollen. Sollte das dennoch funktionieren, ich bin da ziemlich fix hinterher und räume die Punkte wieder raus, die ihr zu viel gekriegt habt. Also macht euch keinen Kopf, das funktioniert hier nicht. Also Bug-Using, da bin ich definitiv kein Freund von, das werde ich wissen zu unterbinden. Sollte es dennoch mal dazu kommen, dass ihr ein Problem habt, dann geht ihr hier auf diesen Support-Reiter und dann könnt ihr hier ein Ticket einschreiben. Euer Problem in langen Text und hier einmal in Kurzform bitte und dann könnt ihr hier unten auf Submit Ticket klicken und dann läuft das bei uns auf und dann können wir uns darum kümmern. Hier der Support-Chat, der kommt noch weg. Da zieht sich dann die Server-Status-Leiste komplett über den ganzen Bildschirm. Ups. So. Und das wäre es dann erstmal gewesen. Unsere Galerie haben wir auch. Wir versuchen die regelmäßig nochmal wieder mit Bildern zu füttern. Im Augenblick gibt es hier noch ein paar Bilder von der alten Spielversion. Sagen, es war ein sehr interessanter Server, hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, mit euch da zu spielen. So, und dann natürlich ein Vollbild, den wollte ich eigentlich haben. So. Ist gerade gar nicht größer, das Bild. Das ist ja ärgerlich, auf jeden Fall. Ja, jeder, der sich noch dran erinnern kann oder jetzt sogar Leute wiedererkennt, sagt ihnen ruhig Bescheid, wir spielen wieder eine schöne Runde. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir mit euch zusammen wieder spielen können. Ja. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen hierzu habt, schreibt es bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Registriert euch auch bitte auf
unserer Seite. Das wäre echt nett, wenn ihr das machen würdet. Nein. Da. Hallo. So. Ja, hier, das wäre unsere Seite. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Lasst euch nicht verwirren, ihr werdet umgeleitet. Ihr werdet definitiv umgeleitet, aber das ist ja überhaupt kein Problem. Und wenn ihr mitzocken wollt, wie gesagt, dann ist das halt das die Adresse. Und für ein Teamspeak geht ihr auf diese Adresse. So, zack. Da ist es noch einmal komplett kompakt. Nur für euch. Also, wenn ihr mitspielen wollt, sind das eure drei Adressen, auf denen ihr unbedingt vorbeischauen solltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazukommt. Ab Freitagabend mit dabei natürlich auch, wie sich das gehört. Am Samstagabend allerdings erst der Kaffee und die Desiree bzw. Andreas und Tava, damit auch alle Namensvarianten genannt sind. Ja, mich, den Futschel oder auch Kevin könnt ihr auch an beiden Abenden dort antreffen. Selbst am Sonntag werde ich dann noch rumlaufen und den gesamten Januar werde ich mich auf jeden Fall in den Abendstunden dort tummeln, denn vormittags bin ich halt zur Arbeit. Aber halb so wild. Auf der Arbeit kann ich mir die Homepage angucken, also wenn ihr was habt, schreibt gerne mal übers Forum irgendwas rein, ein paar Beiträge, eine private Nachricht an mich oder halt übers Ticketsystem. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.